Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat in München zu unserer heutigen virtuellen Podiumsdiskussion mit dem Titel Krisen bewältigen und Zukunft sichern. Was kann der Staat leisten? Die Corona-Pandemie ist noch nicht ausgestanden, doch so langsam sehen wir einen Lichtstreif am Horizont. Durch Impfungen, durch Medikamente und durch die dadurch möglich gewordenen Lockerungen, die jetzt dann in Kürze unseren Alltag wieder ein kleines bisschen normaler werden lassen. Doch wir sind schon mittendrin in der nächsten Krise. Es ist Krieg in der Ukraine und damit Krieg in Europa. Das ist vor allem ganz furchtbar für die Menschen vor Ort, doch dieser Krieg hat weitreichende Auswirkungen. Und so geht es heute um verschiedene Herausforderungen, um Fragen, die wir uns stellen, um gesellschaftliche, wirtschaftliche und finanzpolitische Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Wie viel Geld werden wir wohl künftig an der Supermarktkasse oder an der Tankstelle lassen? Wie helfen wir der Wirtschaft am sinnvollsten? Und wie ist die Zukunft des Standortes Deutschland? Wie ist es um die bestellt? Darüber wird nun Ihr Gastgeber, Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, mit dem Präsidenten der IHK für München und Oberbayern, Herrn Professor Klaus-Josef Lutz, sprechen. Ich darf die Herren herzlich willkommen heißen und Ihnen, liebe Gäste, einen kurzweiligen und interessanten Nachmittag wünschen. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie aus dem Bayerischen Finanz- und Heimatministerium. Es ist eine Freude, eine Ehre, dass wir heute uns wieder austauschen können als politisch Verantwortliche mit Führungskräften der Wirtschaft, nicht mit irgendwelchen Führungskräften, sondern mit Topmanager der bayerischen und der internationalen Wirtschaft. Und es war ja so, dass in den letzten 2 Jahren wir Krisenbewältigung gemeinsam zu stemmen hatten, die politisch Verantwortlichen zusammen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft. Und es hat gut getan, sich austauschen zu können, nicht einfach Krisenbewältigung zu organisieren, wie man es selbst für richtig hält, sondern wie es notwendig und erfolgreich ist. Und da war das Miteinander immer sehr sinnvoll und sehr gewinnbringend für alle Teile und für alle Bevölkerungsgruppen. Denn wenn die wirtschaftliche Entwicklung auch während der Krise einigermaßen stabil bleibt, tut das uns allen gut, dem Staat und allen denen, die Arbeitsplätze brauchen. Und natürlich ist der Finanzminister auch bestrebt, dass das Steueraufkommen einigermaßen stabil bleibt, damit wir allen Aufgaben gerecht werden können, die im Land zu erfüllen sind. Und nun haben wir die Krise kaum bewältigt, was die Corona-Situation anbelangt, eben die Situation in der Ukraine. Das heißt, wir haben ein zusätzliches Gesprächsthema. Wir haben noch nicht genau absehbare Folgen auch dieser Entwicklung. Wir reden über Rekordinflation, leider auch in Bayern. Und wir müssen uns ein Stück weit ökonomisch neu erfinden. Funktioniert unser Geschäftsmodell noch in der Weise, wie wir es gewohnt waren, insbesondere in der deutschen Volkswirtschaft? Wir werden finanzpolitisch Prioritäten setzen müssen, auch wenn das nichts ist, was Spaß macht. Aber wir werden natürlich auch sehen müssen, dass wir Versorgungssicherheit gewährleisten. Nicht nur die üblichen Lieferketten in der Wirtschaft sind in Bedrohung, sondern wir haben natürlich auch im Bereich der Energieversorgung riesige Herausforderungen zu stemmen. Und was hinzukommt, der Lebensmittelbereich ist plötzlich in den Fokus geraten, der Versorgungssicherheit. Wir leben ja seit vielen Jahrzehnten bei uns im Wohlstand und meist wurde kaum geglaubt, dass auch Lebensmittel einmal wieder in den Fokus der politischen Diskussion rücken könnten, in der Weise, als dass man darüber sprechen müsste, wie versorgen wir zuverlässig alle Menschen bei uns, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und letztlich auf der ganzen Welt, um den Frieden zu erhalten. Und da habe ich als Gesprächspartner Sie, lieber Herr Professor Lutz, eigentlich eingeladen zu einer Zeit, wo ich noch dachte, wir reden nur über Corona und jetzt über die Bewältigung dessen, was geschehen ist. Und eigentlich sind Sie auch für diese Krise der ideale Ansprechpartner. Sie leiten seit 14 Jahren eines der größten Unternehmen, ein großer Agrarhändler, eigentlich der größte Agrarhändler in ganz Deutschland, die BayWa, sind dort Vorstandsvorsitzender. Und Sie haben nicht nur sich immer als Agrarhändler im eigentlichen Sinne verstanden, sondern schon sehr frühzeitig das getan, worüber jetzt gerade alle reden. Sie haben sich aufgemacht, die regenerativen Energien in den Mittelpunkt auch Ihrer Arbeit zu stellen, einfach deswegen, weil Versorgungssicherheit so wichtig ist. Und Sie haben nebenbei quasi dieses Geschäftsfeld für die BayWa ganz prominent aufgebaut, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und Herr Professor Lutz ist jemand, der bekannt ist und der auch gefürchtet ist. Ich habe vor kurzem in einer der großen deutschen Wirtschaftszeitungen nachgelesen.
Herr Professor Lutz ist bekannt für seine Neigung zu undiplomatisch offenen Worten. Meine Damen und Herren, Sie sehen, auch ich begebe mich hier auf Glatteis in die Gefahr, dass Herr Professor Lutz Dinge sagen wird, die vielleicht nicht immer angenehm sind, aber die richtig sind. Und mir geht es darum, auch als bayerischer Finanz- und Heimatminister in solchen Gesprächen auch natürlich mich rückzukoppeln. Wie können wir Politik machen, die auch Sinn ergibt im Hinblick auf die wirtschaftliche Unterstützung und das, was Krisenbewältigung notwendig macht. Und deswegen freue ich mich so sehr, lieber Herr Professor Lutz, dass Sie zugesagt haben, unserer Stunde Rede und Antwort zu stehen in der Situation. Und wir beginnen mit der Lebensmittelversorgung. Ich glaube, es ist nichts, was wichtiger und aktueller ist. Ohne Lebensmittel ist alles andere, was wir wirtschaftlich tun, letztendlich sinnlos. Wir brauchen täglich etwas zu essen. Und dass natürlich wir jetzt in der Gefahr sind, mit der Ukraine, mit Russland große Lebensmittelerzeuger plötzlich nicht mehr zu haben, führt auch dazu, dass die Preise für Lebensmittel so hoch sind wie schon lange nicht mehr. Wir erleben auch bei uns wieder Hamsterkäufe und leere Regale bei manchen Grundnahrungsmitteln. Und deswegen fragen die Leute uns politisch Verantwortlichen jetzt eigentlich ganz banal. Müssen wir um unser Brot sorgen? Bleiben Lebensmittel auch für den Durchschnittsbürger bezahlbar? Ich bitte um Ihre Einschätzung. Also zunächst, Herr Staatsminister, vielen Dank für die Einladung. Und undiplomatisch, Sie haben ja das Zitat, ich glaube aus dem Handelsblatt, und die Frankfurter Allgemeine hat das auch geschrieben, wenn damit gemeint ist, eine klare Aussage und eine Position und eine Haltung zu haben, dann ist das für mich sehr wichtig, nicht nur als Manager, sondern auch als Staatsbürger. Ich glaube, das ist angebracht. Das ist ja immer nur die Frage, wie man eine Haltung ausdrückt. Wenn man also wüst rumschimpft und flucht und so, das geht natürlich nicht. Das will ich vor allem den jungen Leuten sagen, sondern da kommt es schon auch auf den Stil an. Also insofern werden wir offen auch reden, das ist ganz klar. Ich verstehe die Nöte und die Sorgen der Menschen im Hinblick auf die Nahrungsmittelpreise und die Frage, wie ist die Versorgungslage in Deutschland? Die Antwort auf die Frage ist allerdings sehr komplex, weil die Frage an sich schon komplex ist. Es geht ja nicht nur um Deutschland, es geht auch nicht nur um Europa. Man muss heute die Nahrungsmittelversorgung sowie viele andere Industrie- und Wirtschaftssektoren als globales Geschäft sehen. Aber wenn ich es ganz staccato sagen darf, der erste Punkt ist, es gibt wirklich bei uns zu Hause, damit meine ich Deutschland jetzt erst einmal und auch die anderen europäischen Staaten, soweit sie in der EU sind und auch die Schweiz will ich da in meine Betrachtung mit einbeziehen, keinen Grund für Hamsterkäufe, wirklich nicht. Und Panik ist sowieso, Panik, Angst hängt eng miteinander zusammen, schlechter Ratgeber. Ich gehe mal davon aus, und Herr Ruckwied, der Präsident vom Deutschen Bauernverband, sieht das genauso, dass wir für 2022 sicher sind, was die Nahrungsmittelversorgung anbetrifft, wahrscheinlich bis in das erste Quartal 2023 hinein. Und dann beginnen allerdings schon einige Fragezeichen, wie geht es weiter mit der Düngerversorgung? Weil das hat was mit der Qualität und auch der Menge der Ernte bei uns zu Hause zu tun. Wie ist es mit dem Import von Raps, von Mais? Da sind wir nämlich Importregion in Mitteleuropa. Fragezeichen, das wissen wir heute noch nicht, aber ich kann heute wirklich allen, die uns hier zusehen, sagen, die Nahrungsmittelversorgung bei uns zu Hause ist sicher. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war kürzlich auch einkaufen, das mache ich nicht so oft, gebe ich ja zu, aber ich wollte es wissen, kein Sonnenblumenöl, kein Mehl, Rapsöl ist aus und in einem großen Retailer, so einem großen Lebensmittelhandel, da gab es ja kein Olivenöl mehr, weil das hat jetzt mit Ukraine, diesem schrecklichen Krieg, wirklich gar nichts zu tun. Auf jeden Fall, da gibt es keinen Grund dafür. Ich gehe davon aus, wir sind versorgt, wir müssen nicht haben, aber die Nahrungsmittelpreise sind nicht nur schon gestiegen, sie werden wahrscheinlich noch ein Stück weiter steigen. Und da geht es nicht nur um Energie, um die Agrarproduktion, sondern es geht sehr stark auch um die Logistik, die Transportkosten, die Energiekosten, die damit verbunden sind. Und dann gibt es ein ganz, Anführungszeichen, banales Problem. Wir haben nicht genügend Lastwagenfahrer. Mhm. Alleine in Mitteleuropa fehlen derzeit 100.000 Truckfahrer. Das sind alles Ukrainer, die sind zurückgegangen in die Heimat, um die Heimat zu verteidigen. Also hier zunächst mal auf Sicht, und mehr können wir heute Herr Führer gar nicht sagen, auf Sicht sind wir sicher, aber die Nahrungsmittelpreise werden sich auf einem relativ hohen Niveau für unsere deutschen Verhältnisse einpendeln. Wir waren sehr gewöhnt, nicht mehr als 9% von unserem Einkommen auszugeben, anders die Italiener, Österreicher, Franzosen vor allem, die bis zu 13, 14%
ausgegeben haben oder ausgeben. Und das wird sich bei uns entsprechend nach oben leider hin entwickeln. Und da gibt es auch keine schnelle oder kurzfristige Lösung. Aber wir haben ja insgesamt eine Inflation. Heute sind 7,3% gemeldet worden. Das ist schon eine Nummer, weil es nicht nur diese Inflation des Baskets, so nennt man das ja, gibt, sondern auch eine Asset-Inflation. Also hier Entspannung, aber die Teuerung werden wir so kurzfristig nicht wegbekommen. Schlimmer schaut es in Nordafrika und einigen arabischen, vielleicht auch in einigen asiatischen Staaten aus. Da ist die Versorgung abhängig von der Ukraine und von Russland. Und wenn ich sehe, dass Ägypten den Brotweizen zu, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 88% aus Ukraine, Russland einkauft und die beiden Staaten, auch wenn sie sich jetzt bekriegen, aber für 30% des Brotweizenexports der Welt zuständig sind, dann kann man das nicht einfach irgendwie ersetzen. Das sind ganz enorme Mengen. Wenn Afrika keine Versorgung bekommt, dann kommen die Menschen natürlich auch zu uns. Das ist ein Riesenthema. Logischerweise, deswegen hat alles Auswirkungen. Also man soll jetzt nicht glauben, naja, das betrifft Afrika, sondern wir sind genauso wieder mit im Fokus, mit all den Herausforderungen, was dann Migration und die Dinge anbelangt. Haben Sie Hinweise darauf, ist in der Ukraine und in Russland, sind die Fälle bestellt worden weitgehend? Oder rechnen Sie damit, dass das nicht stattgefunden hat? In Russland, ja. Ukraine schwer abzuschätzen. Über unsere Tochter in Wien sind wir einer der wichtigsten Saatgutlieferanten für die Ukraine. Wir haben das Management aus der Ukraine auch abgezogen. Man kann auch sagen, gerettet. Das waren die Kollegen in Wien. Es ist schwer abzuschätzen, was wir machen könnten. Es gibt eine Firma, die heißt Vista GmbH, gehört zufälligerweise auch zu uns. Die ist hier in München, hat hier Software entwickelt, wo man über die Satelliten der Europäischen Union nachvollziehen kann, wie ist denn die Situation vor Ort. Ich habe das auch wir haben das der Bundesregierung angeboten. Ich glaube, es gibt noch keine Rückmeldung. Dann könnte man auch, sagen wir mal, international einen Rat geben, was machen wir jetzt mit den Warenströmen. Ja. Aber wir haben kein klares Bild. Ich persönlich gehe jetzt davon aus, erstens, so schnell wird es wahrscheinlich keinen Frieden geben. Zweitens, selbst wenn die Flächen nicht bombardiert oder attackiert würden, ja, die Leute sind nicht da. Du hast da irgendjemand, der das Ganze bestellt und dann auch erntet. Wir gehen momentan davon aus, dass es ein Gesamtrisiko von ca. 40 Millionen Tonnen Getreide, nicht nur Brotweizen, sondern insgesamt gibt, aus der Ukraine. Und das können wir weltweit nicht ersetzen. Auch wenn jetzt die Europäische Kommission Brachflächen und im Rahmen einer Überdenkung der Greening-Politik 4 Millionen Hektar zur Verfügung gestellt hat. Das reicht natürlich nicht aus für 40 Millionen Tonnen, aber da sehe ich schon ein gewisses Risiko und das würde dazu führen, dass einige Länder wirklich unter Druck kämen. Und Raps, Mais, da werden wir auch dann in 2023 einen Engpass bei uns spüren, wenn das so weitergeht wie jetzt. Also ich sehe nicht, dass die Landwirtschaft einigermaßen vernünftig arbeitet, obwohl gestern die Presse gemeldet hat, wenn ich das nur sagen darf, dass ukrainische Züge mit Getreide befüllt wurden und die in Westen fahren. Aber so ein Zug ist nichts. Das ist eine symbolische Handlung. Wir sind sozusagen noch so ein bisschen mit dabei, aber ein Panamax-Schiff zum Beispiel sind 100.000 Tonnen, ein Schiff alleine. Das ist ein anderes Spiel und Odessa ist, kann man momentan vergessen. Wir hatten da zwei Schiffe liegen. Eines ist halb befüllt rausgefahren, das andere leer. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Aber Odessa ist ja auch massiv unter Druck. Also ich rechne mit Ausfällen. Mit Ausfällen und wenn nicht gesät ist, kann nicht geerntet werden. Das wird man dann rasch bald wissen. Und da muss man sehen, wie man die Warenströme möglicherweise anders organisiert. Das ist möglicherweise auch für Sie, Sie sind im internationalen Agrarhandel sehr erfolgreich, eine große Aufgabe auch mitzuhelfen, dass vielleicht Ausfälle in der Ukraine oder in Russland kompensiert werden können. Schwierig. Schwierig. Ganz schwierig. Also es gibt keine 1:1 Kompensation. Ja. Warum gibt es nicht? Dann, wenn man die Weltgetreidebilanz ansieht, dann sehen wir, dass wir gerade in den letzten Jahren und in der jetzigen Saison von Hand in den Mund leben, mehr oder weniger, bei den Commodities oder bei den Getreidearten, die wir halt brauchen für die Produktion von Nahrungsmitteln. Und es gibt ein Phänomen seit einigen Jahren, das hängt mit der Trump-Politik zusammen, die von Biden ja noch weiter verschärft wurde in Richtung China, dass die Warenströme, also Soja vor allem und Mais aus Lateinamerika, damit meine ich vor allem Brasilien, Argentinien, stärker Richtung China gehen. Ja. Und uns hier auch, sagen wir mal, Volumen fehlen könnten, wenn nicht die Amerikaner eingesprungen wären. Das funktioniert, die dürfen ja nicht, jedenfalls nicht so ohne weiteres nach China exportieren.
Und das verschiebt nicht nur die Warenströme, sondern auch das Verhalten an den Börsen. Und die Börsen bestimmen letztlich dann auch wieder, wiederum den Preis. Es wird kein 1:1 Ersatz geben können. Also das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Landwirte in Deutschland, die es gibt, wenigstens optimale Produktionsvoraussetzungen haben bei teuersten Dünger, bei teuersten Betriebsmitteln, teurer Energie. Ja. Stichwort Energie, auch das ist ja von Anfang an eigentlich schon im Sommer durch, im Winter dann Thema geworden. Man hat gemerkt, die Energiepreise ziehen etwas an und wir sehen ja jetzt, wie abhängig wir sind von Energieimporten, speziell im Bereich natürlich von Kraftstoffen, Ölen, Gasen. Wir haben zwar im Bereich des Stroms, glaube ich, in Bayern mittlerweile 60% regenerative Produktion ebenfalls des Stroms, der verbraucht wird, aber im Primärbereich liegen wir noch weit unter 20%, im Primärenergiebereich unter 20%. Ich glaube 18%. Also das heißt, wir haben hier eine riesige Herausforderung. Woher kommt unser Öl, woher kommt unser Gas? Jetzt haben wir ja mit Russland die politischen Verwerfungen. Am liebsten würde man sagen, wir nehmen gar nichts mehr. Da würde mich Ihre Meinung auch interessieren, ob das wirklich eine realistische Einschätzung ist. Auf der anderen Seite fahren wir dann nach Katar, verbeugen uns vor den Scheiks. Es ist noch kein halbes Jahr her, haben wir den FC Bayern gescholten wegen Trainingslager und Werbung mit Katar. Ich will es nicht wertend sagen, sondern nur mal die Probleme auf den Tisch legen, die auch mit diesen Abhängigkeiten, die man immer will, in Zukunft verbunden sein könnten. Es ist ja nicht so, dass es sich dort um eine lupenreine Demokratie handelt. Also es ist eine große, große Herausforderung. Wie schätzen Sie das ein? Könnten wir jetzt sagen, nee, wenn wir jetzt kein Gas aus Russland kriegen, kein Öl aus Russland kriegen, die nächste Zeit, dann kaufen wir es eben woanders? So einfach ist es nicht. Es gibt eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, und das müsste man, müssen wir alle, das ist nicht nur die Politik, sondern auch die Manager, die in diesem Geschäft, Unternehmer, die in diesem Geschäft unterwegs sind, den Bürgern einfach sagen, es gibt keine 1:1 Ersatzmöglichkeit für die Volumen, die wir aus Russland bekommen. Es wird zwar in Norwegen mehr gekauft, aber die können es ja nicht herzaubern. Ja. Die haben die Ressourcen, die sie haben. Oder aus Holland. Und Holland fährt gerade die Gasproduktion runter, und zwar aus Umweltgründen und vor allem, weil auch die Gefahr, da gibt es Studien dazu und Analysen, die Gefahr besteht, dass Holland sonst ein Erdbeben bekäme. Die haben ja relativ hohe Gasvorkommen und bisher hat sich Holland mit Gas selbst versorgt. Woher weiß ich das Ganze? Weil wir eine Firma vor 2 Jahren in Holland gekauft haben, die sich nur mit Solar beschäftigt. Da sind wir absoluter Marktführer und Gas soll durch Solar ersetzt werden. Um auf Ihre Frage konkret zu antworten, erstens, wir können auf das russische Gas, ob es uns passt oder nicht, nicht verzichten. Es geht einfach nicht. Und ich halte es auch für sehr problematisch, höflich formuliert, diplomatisch formuliert, für sehr problematisch, wenn der Ex-Bundespräsident Gauck, und ich habe das öffentlich ja auch wirklich kritisiert, sagt, dann frieren wir halt ein bisschen, ziehen Mantel an, alles ist gut. Ja, so einfach ist es nicht. Ganze Industriesektoren hängen an der Gasversorgung von Russland. Und nicht nur wir, und da müssen wir auch europäisch oder zumindest teileuropäisch denken, Bulgarien, Rumänien, Teile von Italien und, was ich gestern gelernt habe, wenn die Gasversorgung aus Russland eingestellt würde, komplett, null, ab morgen, dann gehen in Wien buchstäblich die Lichter aus. Also auch Österreich hat erhebliche Probleme. Ich kann nicht genau erklären, warum, das ist mir nur von unseren Managern so zugerufen worden. Klaus, wenn du heute beim Staatsminister Förger bist, dann vergiss bitte nicht, auch Wien zu erwähnen. Also es gehen wir davon aus, dass das so stimmt. Mit anderen Worten, wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, weil die Preise so hoch sind, trotz der Lieferungen aus Russland. Das wird sich vielleicht mal wieder nach unten bewegen, dann wieder nach oben. Es ist volatil, aber auf einem sehr hohen Niveau. Und worum es hier geht, ist die Stärke, damit aber auch die Wehrhaftigkeit und die Positionierung von Europa und insbesondere natürlich Deutschland, weil wir haben leider diese Abhängigkeit von Russland. Man kann jetzt natürlich die Frage stellen, warum hat man Nabucco 2013 eingestellt? Ja. Nabucco, das wissen viele Leute nicht, war eine Alternative zu Nord Stream 1. Da haben wir noch gar nicht über 2 geredet. Dieses Projekt begann 2003 noch unter Kanzler Schröder und wurde unter der Kanzlerin Merkel dann beerdigt. Aus verschiedensten Gründen hängt mit der Türkei zusammen. Und für die Zuseher vielleicht, Nabucco wäre eine Alternative gewesen, Richtung Süden Europa eine Leitung zu legen bis nach Aserbaidschan. Man hätte auch einspeisen können aus den arabischen Ländern. Und wer das unbedingt haben wollte, war der Erdogan, weil er gedacht hat, über die Nabucco-Pipeline, und die ist gebaut bis in die Türkei, wäre er sozusagen ein logischer Partner für die EU und käme so
in die Europäische Union. Mhm. Nein, man hat sich politisch damals für Putin und für die russische Gasversorgung entschieden. Und das Traurige an dieser ganzen Geschichte ist, nein, hinterher ist man immer schlauer. Immer schlauer, ich will das auch gar nicht werten und hier so als Besserwisser rüberkommen, aber das Traurige für uns in Bayern ist natürlich, dass wir in besonders hohem Maß von den Gaslieferungen aus Russland abhängen. Es geht ja quasi ein Schnitt durch Deutschland, Norden ist Norwegen orientiert, vielleicht nicht ganz so problematisch, und West bis Mitteldeutschland, Holland orientiert. Wobei ich war in Holland vor 3 Tagen, man hat mir gesagt, ja, die Volumen wieder so hochzufahren wie früher, ist alles technisch nicht so einfach. Also man kann das nicht 1:1 ersetzen. Am Ende stellt sich ganz einfach die Frage, sind wir bereit, die Gaslieferungen sofort zu kappen? Mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind, für die Fleischproduktion, für die Milch, für Käseproduktion, für viele andere Industriesektoren, wo wir auch an die Grundbedürfnisse der Menschen ran müssen. Wenn wir sagen, ja, in Deutschland mehrheitlich, und es tun, dann darf sich bitte aber auch keiner beklagen, dass der Wohlstand sinkt und dass wir auch massive Probleme bekommen. Ja. Und haben wir dann noch auch die politische Stärke, das politische Gewicht, dass zum Beispiel ein Kanzler Scholz, was ich schon für gut finde, den Putin anruft und sagt, Situation wie folgt, warum bist du so, ich weiß ja nicht, was der da alles, oder wie die miteinander umgehen. Ich kann mir vorstellen, das ist ein sehr unterkühltes Gespräch, ja, aber wenigstens reden die noch, noch miteinander. Also ich bin der Meinung, wir müssen in diesen sauren Apfel beißen. Im Übrigen, Katar, hat ja auch der Habeck gesagt, den ich nicht beneide um seinen Job, muss ich deutlich sagen, dass Katar nicht in der Lage ist, LNG jetzt über Nacht zu liefern. Oder die Amerikaner, die sich natürlich freuen, wenn sie Fracking, LNG, was ja umwelttechnisch, also für einen grünen Minister, das ist ja die schlimmste überhaupt, bis das funktioniert, selbst wenn die jetzt Schiffe schicken, das sind ja immer nur Tropfen auf den heißen Stein. Und die großen Terminals, bis wir die haben, 4 bis 5 Jahre. Da geht der Zeit, und es ist natürlich so, dass es nicht nur um Frieren für den Frieden geht, Sie sagen das zu Recht, sondern die ganze Entwicklung im Arbeitsplatzbereich, alles da dran hängt. Und es ist so, alle Experten im wirtschaftlichen Bereich teilen ihre Einschätzung. Wir sollten wirklich darauf verzichten, zu drohen. Drohen kann man noch, aber dann nicht mehr das Gas zu nehmen, würde zu großen Nachteilen bei uns führen. Nehmen wir den anderen Fall, angenommen, wir kriegen kein Gas mehr. Also das heißt, wir müssen trotzdem jetzt uns nach Alternativen umsehen. Was empfehlen Sie hier, dass man rasch mögliche alternative Versorgung? Ich meine, ich kenne von einigen Ökonomen und Ökonominnen die Aussage, da machen wir halt eher eh. Mhm. Das ist ja im Sinne der Biber zum Beispiel. Nur, ich meine, so einfach ist es auch nicht. Sie kriegen ja keine Wind- und Solarkraftwerke aus dem Boden gestampft, einfach so. Das dauert Jahre. Was dringend nötig wäre bei uns zu Hause, Verkürzung der Genehmigungsfristen. Herr Staatsminister, Sie kennen auch unsere Forderung von der IHK hier in Bayern, was wir da gerne hätten und was auch unabdingbar ist, wenn wir die Energiewende hinbekommen wollen. Verkürzung der ganzen Verfahren, vielleicht auch den Rechtsweg. Ich meine, ich bin selber Jurist, ich finde es gut, wenn man 3 Phasen oder 3 verschiedene Levels von Gerichtsbarkeiten haben, aber in dem Fall, weil es ja auch um die nationale Sicherheit letztendlich geht, dass man das nur auf ein Niveau, also auf eine Instanz limitiert und dass nicht jeder Marienkäfer, habe ich mal in einem anderen Zusammenhang, da bin ich verprügelt worden von Naturschützern ohne Ende, aber ich habe es ja nur als Witz eigentlich gemeint, wenn der Marienkäfer über die Straße läuft, dass man da nicht gleich wieder 5 Jahre... Ironie nie, genau. Gut, sehr gut. Jetzt habe ich was gelernt heute. Ja? Ironie nie. Wenn der Marienkäfer hier spazieren läuft, dass dann 5 Jahre rumprozessiert und geklagt wird. Und wir kennen solche Projekte, auch bei uns zu Hause. Die 10H-Regel, Sie wissen, wir fordern eigentlich auch, dass die gekippt wird. Denn es gäbe in Bayern 30 Gigawatt an Potenzial, so haben wir nur 3 Gigawatt für Renewable Energy. Aber das ist alles keine Lösung für jetzt. Und die jetzige Situation ist nur, dass wir Alternativen schnellstens aufbauen. Das macht Herr Habeck, muss man wirklich sagen. Aber das wird sehr, sehr viel teurer als das russische Gas. Und worüber ich mich wirklich aufgeregt habe, war, niemand hat richtig realisiert, dass Gazprom im Sommer letzten Jahres die Versorgungsleistung runtergefahren hat. Und zwar signifikant. Und mir liegen die Zahlen vom 1. März der Firma RAG in Austria vor. Das ist einer der größten Gasspeicherunternehmen, die es in Europa gibt. Und fast 90% des Volumens wird von Deutschland genutzt. Also unsere Firmen kaufen dazu. Und das Niveau lag auf einem Niveau von 2009. Und damals war das Niveau
der Versorgung, vom Storage und so weiter, auf wirklich sehr niedrigem Niveau. Das heißt, wir sind in eine Kriegssituation hineingeführt worden, auch von der russischen Gasversorgung, und keiner hat gemerkt, was hier wirklich passiert. Und dann hat man auch nicht zugekauft, weil der Gaspreis im Sommer letzten Jahres schon relativ hoch war. Und habe gedacht, naja, das wird wieder runtergehen, wir warten ab. Ich mache niemanden Vorwurf. Ja. Ich will nur sagen, es ist nicht so, dass wir genügend Vorräte hätten. Wir drehen jetzt sozusagen den Gashahn auf und alles läuft dann wieder automatisch. Also es geht nur Schritt für Schritt. Ich glaube, ja. Herr Habeck macht das richtig, aber es wird nicht so schnell gehen. Aber das heißt auch, dass es nicht nur um die Versorgung an sich geht, sondern auch ordnungspolitische Fragen wieder auftauchen. Ja. Wenn ich das jetzt höre, dass die Gasspeicher russischen Firmen gehören zum Beispiel, fragt sich natürlich der Maibürger, ja, was ist denn das? Ja. Weil zur Vorsorge gehört natürlich, dass Infrastruktur und auch Daseinsvorsorge der Staat zu gewährleisten hat. Ja. Müssen wir da wieder umdenken? Wir sind ja überzeugte Marktwirtschaftler eigentlich. Ich bin ein wirklich überzeugter Marktwirtschaftler, nachhaltig sozial, wie wir das ja jetzt nennen, in unserer Charta der ganzen IHKs. Ich glaube, wir müssen umdenken. Wir haben noch als Juristen gelernt, Rupert Scholz war einer meiner Lehrer, der spätere Verteidigungsminister und große Verfassungsrechtler, dass die Daseinsvorsorge eigentlich nur eine Frage beantworten darf, können wir das als GmbH oder als AG auch machen, aber wir gehören dem Staat. Und ich glaube, wir müssen wirklich bei der Infrastruktur das nochmal durchdenken. Und ich glaube, Infrastruktur heißt für mich Energieversorgung, Gesundheitsversorgung, Deutsche Bahn, also sagen wir mal das Nahverkehrs- und das öffentliche Verkehrsnetz und die Dinge, die Fundament oder auch Intervention bei der Getreidebevorratung, diese Dinge, dass man auch wieder Silos befüllt. Einer unserer Tochtergesellschaften in einem europäischen Land, ich will jetzt den Namen nicht nennen, da gibt es eine Landwirtschaftsministerin, die hat mit unserem CEO vor Ort vor kurzem, also sprich vor einigen Tagen geredet, hat gesagt, eure Silos sind doch voll. Wir müssen uns doch keine Sorgen machen. Und dann hat er gesagt, die Silos sind voll, aber dummerweise ist alles verkauft. Alles verkauft. Ja, dann legen wir halt so wie der Orban, was nicht geht, die Hand drauf und es wird sequestriert, konfisziert. Hat er gesagt, das kannst du einmal machen, aber dann ist Schluss mit lustig, weil die Firmen, die in anderen europäischen Staaten, wir reden ja über den offenen Markt, in der EU zu Hause sind, die werden hier uns mit Klagen überziehen und die werden das auch gewinnen. Ja. Ja. Bei der Landwirtschaft war es natürlich so, dass man schon sehr früh begonnen hat, diese Branche dann marktwirtschaftlichen Instrumenten auszusetzen. Mhm. Intervention, das ist ja Mittel der 80er Jahre gewesen, Getreide, wo man sich darauf verlassen konnte, im Winter wird das Getreide ein bisschen teurer. Ja. Staatlich garantiert, das ist alles weg. Offene Märkte, die uns ja eigentlich nützen. Ja. Es ist, wir müssen jetzt schon aufpassen, glaube ich, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und denen jetzt das Wort reden, die sagen jetzt, regionalisieren wir jeglichen Wirtschaftskreislauf. Es ist nicht schlecht, eine regionale Versorgung zu haben, aber wir können natürlich 80 Millionen Volk auch nicht ausschließlich dadurch ernähren, dass alles, was in Deutschland produziert wird, nur in Deutschland gekauft werden kann. Das also der Internationalität darf jetzt auch nicht deswegen verloren gehen, auch wenn es momentan kompliziert ist und diejenigen, die jetzt alles besser wissen, die Krise wird jetzt für alles genützt. Diejenigen, die internationale Märkte schlecht finden, diejenigen, die endlich ein Tempolimit möchten. Es gibt aber auch die anderen, die im regenerativen Bereich jetzt das ausschließliche Heil in Photovoltaik und Sonne sehen. Ich bin jetzt da mal ein bisschen provokativ. Und auch in Wind. Ich meine, wir sind in Bayern überall im regenerativen Bereich auf Platz 1 der Produktion, bei Wind auf Platz 6 oder 7 der Bundesländer. Wir werden auch Veränderungen noch vornehmen. Aber zu glauben, dass jetzt das schnell geht und dass damit alle Probleme gelöst sind mit Wind und Sonne, da sind Sie Experte, ist ja auch nicht der Fall. Wir werden auch windstille Nächte haben. Was empfehlen Sie uns? Sind Sie auch dafür, dass wir die Kernkraftwerke jetzt doch länger laufen lassen? Also das ist eine sehr, zunächst zu den Agrarmärkten, da bin ich der Meinung, die dürfen wir nicht überregulieren. Ja. Wir sind ja eher auf einem ganz gefährlichen Weg in Brüssel. Und ich finde es nicht gut, dass Herr Özdemir, vielleicht versteht er zu wenig davon, die Brachflächen nicht freigibt. Ja, genau. Das finde ich unmöglich. Das kann man schnell machen. Ne? Das ist so, das ist ein Telefonanruf, da muss er noch einen Bahnverband anrufen, dann geht das mehr oder weniger automatisch und wir hätten zusätzliche Produktionskapazitäten. Das Ganze ist indiskutabel. Aber egal. Auf die Energieversorgung. Ich glaube, wir müssen ganz nüchtern Folgendes sehen. Ein Wiederauffahren oder Hochfahren der Atomkraftwerke ist wohl technisch, das ist das, was man uns in der IHK jedenfalls gesagt hat, schwierig bis unmöglich. Außerdem, die Manager sind nicht so richtig motiviert, muss man auch sagen, weil einmal ist abgedreht worden und jetzt wieder rein aus die Kartoffel, rein in die Kartoffel und raus aus die Kartoffel. Das ist nicht ganz so einfach, das ist ja nicht trivial. Ja? Brennstäbe braucht man und all diese Dinge.
Der zweite Punkt ist, wenn man technisch, das kann ich nicht beurteilen, die Atomkraftwerke länger laufen lassen könnte, sollte man das auf jeden Fall tun. Wir wären ja verrückt, wenn wir es nicht machten, denn was ist die Konsequenz? Wie Sie völlig zu Recht sagen, RE aufzubauen mit schnellerer Geschwindigkeit, ja schön, aber es dauert trotzdem ein paar Jahre. Russengas können wir nicht wegzaubern, also brauchen wir dann entweder die Kapazitäten, die wir jetzt haben, müssen wir wieder hochfahren oder halten. Und ansonsten plädieren wir und ich auch dafür, dass wir Verträge abschließen mit unseren Nachbarstaaten, Frankreich. Dann kaufen wir halt grünen, nach der Taxonomie, grünen Atomstrom aus Frankreich ein. Oder wir kaufen Strom aus Polen, Tschechien, all diese Dinge. Österreich sehe ich jetzt weniger, das ist ein bisschen komplizierter. Aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben, dass wir mit Anrainerstaaten, die in einer anderen Energiepolitik und in einer anderen Energieversorgungsstruktur unterwegs sind als wir, dass wir mit denen versuchen, einen Deal zu machen. Und es hat letztes Jahr, weil was ist die Konsequenz, selbst ohne Krieg, es kann in dieser Umbauphase auch mal ein Blackout oder einen partiellen Blackout theoretisch geben. Und wir waren letztes Jahr im August relativ nah an einer schwierigen, ich will wirklich den Teufel nicht an die Wand malen, aber in einer schwierigen Situation, als die Loire in Frankreich Niedrigwasser hatte. Die Atomkraftwerke dort mussten ihre Volumen runterfahren, weil nicht genügend Kühlwasser vorhanden war. Und dann wird natürlich nicht nach Deutschland exportiert, sondern da hat La Grande Nation Vorrang und da kriegen die Franzosen erstmal ihren Strom. Aber da müsste man mit unseren Anrainerstaaten einen Vertrag oder Verträge abschließen. Und LNG aus USA ist sicher nicht die Lösung. Nee, mit Schweröl nach Europa zu transportieren. Mit Schweröl. Und dann machen wir Taxonomie und so weiter. Die Tanker fahren mit Schweröl, ja. LNG nach Europa. Genau. Also es kann kein dauerhaft. Und das mit Vollgas, bitte. Ja. Also es heißt regenerativ so viel wie möglich. Da glaube ich, sind wir uns einig. Sind wir uns einig. Aber und wir wollen ja noch viel mehr mit Strom machen. Wir wollen ja auch Auto fahren und. Das kommt ja noch hinzu. Der also Energiebedarf wächst. So ist, Energiebedarf wächst. Und es gab ja auch, das ist noch gar nicht so lange her, gab es ja auch die Konzeption der CO2-Bepreisung, die man vorsah, die nächsten Jahre soll es ja mal steigen. Mhm. Das ist ja auch, was manche grüne Partei im Land ohnehin sehr forciert hatte. Mhm. Jetzt sind wir plötzlich beim Energiepreis, insbesondere im Bereich Kraftstoffe, wo man sieht, welche Auswirkungen das hat, wenn das einfach schnell mal nach oben geht. Mhm. Und ich bedauere es, dass wir auch im steuerlichen Bereich keine schnellen Entlastungen zustande gebracht haben. Wir haben es letzte Woche im Finanzausschuss des Bundesrates wieder versucht. Aber es ist alles abgelehnt worden, bis hin zu Initiativen, zum Beispiel im erbschaftssteuerlichen Bereich für Agri-PV-Anlagen und was wir alles vorgelegt haben, damit die Leute jetzt animiert werden, mehr regenerative Produktion Energie zu machen. Auf der anderen Seite redet jetzt die Wirtschaft, die Politik natürlich davon, wie können wir der Wirtschaft und den Menschen helfen. Weil Inflation politisch zu bekämpfen ist kompliziert. Die EZB tut seit Jahren nicht das, was wir wollen. Wir plädierten ja seit längerer Zeit dafür, die Anleihenkäufe zurückzufahren, die Zinsen wenigstens ein bisschen signalmäßig anzuheben, alles nicht geschehen. Jetzt ist die Frage, was kann man tun? Jetzt können wir nur im steuerlichen Bereich überlegen, wie entlasten wir Menschen und Wirtschaft. Und da haben wir ja jetzt das Hilfspaket, weil wir uns ja angewohnt haben, Krisen mit steuerlichen und staatlichen Maßnahmen zu bekämpfen. Jetzt einfach mal die Frage, Herr Professor Lutz, wir haben ja in der Corona-Situation sehr viel die Wirtschaft unterstützt mit direkten Hilfen. Jetzt gibt es ja schon wieder die ersten Wirtschaftsminister, die sagen, ja, aus Corona-Hilfen müssen jetzt Ukraine-Hilfen werden. Die IHK hat uns ja in Bayern sehr geholfen, die Hilfen auch gut zu verwalten. Dafür auch danke, das sage ich ganz ehrlich, weil die Unternehmen davon ja profitiert haben. Aber ist denn das wirklich auf die Dauer und so einfach, dass wir jetzt sagen, jetzt werden also aus Corona-Hilfen Ukraine-Hilfen? Befürworten Sie das auch? Also das wäre dann einfach, wenn der Staatsminister für Finanzen und Heimat einen Dukatenesel irgendwo hätte. Sie drücken auf den Knopf und alles wird gelöst. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber manchmal könnte dieser Eindruck natürlich entstehen. Die Pakete, die jetzt auf Bundesebene oder das Paket beschlossen wurde, hat eher sozusagen die Zielsetzung, den Verbraucher, den Konsumenten, den Bürger, den Wähler zu unterstützen. Das sind auch vernünftige Maßnahmen dabei. Nur die Frage ist, wer kann das wie lange überhaupt noch finanzieren? Wir liegen jetzt bei 2,3 Billionen. Das sind ja Nullen, das ist also wahnsinnig, wie viel Ziffern man da sozusagen verstehen muss. Das ist ein Verschuldungsniveau, wo ich nicht weiß, wer zahlt denn das je zurück. Ja. Und wir sehen jetzt die Konsequenz des billigen Geldes und Draghi ist dafür gefeiert worden. Es gab einige wenige, die das kritisch sahen, wie IFO, das IFO-Institut, Professor Fuß zum Beispiel.
nämlich die Aussage, whatever it takes, und whatever it takes heißt, jetzt müssen wir die Rechnung dafür bezahlen. Ja. Denn die Inflationsbekämpfung durch eine Zinsanpassung zum Beispiel ist meiner Meinung nach, wenn man es ganz seriös betrachtet, nicht möglich, weil sonst die südeuropäischen Länder in eine noch viel schlimmere Schuldenspirale reinkommen, wie sie eh schon drin sind. Und auch bei uns ist nicht alles golden, was glänzt, nicht alles, was golden ist. Oder sag mal, nicht alles ist halt... Was in glänzt, einer, ist golden. Was, genau. Oh. Ja. Und also die Situation halte ich von den Haushalten in ganz Europa für extrem angespannt. Ich weiß, dass sie eine sehr solide, und das meine ich jetzt nicht, weil ich hier sitze, sondern weil es so ist, solide Haushaltspolitik immer gemacht haben. Das ist immer ein großer Vorteil gewesen, aber Bayern kann sich ja nicht komplett hier sozusagen verabschieden und sagen, wir machen unser eigen Ding. Also ich weiß nicht, wie das finanziert werden soll. Was die IHK gemacht hat, wir gehen ja Richtung 10 Milliarden, die das Managen sozusagen der ganzen Anträge. Ja. Das freut mich, wenn Sie das so positiv bewerten. Ich sehe das als Ehrenamtspräsident auch so. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren permanent Sonderschichten. Eine ganze Abteilung ist nur damit beschäftigt, zusammen mit Mitarbeitern ihrer Ministerien, der Bayerischen Staatsregierung. Auch dafür danke, dass die Unterstützung da war. Aber das ist ja keine Lösung. Ja? Und ich glaube, Sie haben es ganz am Anfang des Interviews und des Gesprächs gesagt, wir müssen über das Geschäftsmodell Deutschland insgesamt nachdenken, denn wo ist denn die Grenze? Ich bin schon dafür, dass wir jetzt notleidende Unternehmen mit günstigen KfW-Darlehen zum Beispiel unterstützen, dass wir ihnen auch Eigenkapital-ähnliche Gelder zur Verfügung stellen, also so Hybrid-Darlehen gibt es ja diese Methode, oder Mezzanin-Darlehen oder was auch immer. Das könnte über die KfW gehen, das könnte über Banken gehen, das könnte über alle möglichen finanztechnischen Wege gehen. Oder dass man zum Beispiel einen Verlustrücktrag ermöglicht, das haben wir ja schon oft gefordert. Ja. Wir wollen 5, dann haben die anderen gesagt 3 Jahre. Wenn man sowas machen müsste, aber dafür wäre auch der Bund zuständig. Bisher keine wirklich, sagen wir mal, positive Rückmeldung. Wir haben auch mit Herrn Lindner darüber gesprochen, der das für eine interessante Idee erklärt hat, aber passiert ist auch nichts. Kurzum, auf Dauer wird es so nicht gehen. Und Corona-Hilfen einfach wie beim Dukaten-Esel, sondern umzuswitchen jetzt in eine Ukraine-Hilfe. Wo ist die Grenze? Wer zahlt am Ende die Rechnung? Wir zahlen hier oder wir ziehen hier einen Scheck und einen Wechsel auf die Zukunft der nächsten Generationen. Und da muss ich echt sagen, können wir das verantworten? Ja. Ich glaube, nein. Es ist so, wir haben in den letzten 15 Jahren jetzt eigentlich die 5. große Krise, Staatsschuldenkrise und Eurokrise und Migrationsherausforderung, Corona und jetzt Ukraine. Und wir haben so ein bisschen angewohnt, dass wir Krisen versuchen, von Menschen fernzuhalten, indem die Staatsverschuldung einfach erhöht wird. Das sieht natürlich Herr Finanzminister äußerst kritisch. Sie haben recht, wir haben vor der Krise 5,6 Milliarden Tilgung vorgenommen in Bayern, also die Staatsschulden getilgt. Wir waren eigentlich auf einem guten Weg, mussten natürlich jetzt auch Schulden machen. Und die Frage, wir müssen uns jetzt, glaube ich, darauf vorbereiten, dass es nicht immer möglich ist, alles so fernzuhalten. Und dennoch müssen wir versuchen, den Menschen jetzt zu helfen. Das ist ein großer Spagat, auch der Wirtschaft zu helfen. Das Entlastungspaket des Bundes soll ja 17 Milliarden bringen, sagt der Kollege Christian Lindner. Ich frage mich manchmal, ob es irgendeinen Teilnehmer gibt, der Verhandlungsrunde, die aus dem Stegreif sagen kann, was genau alles vereinbart wurde. Ich finde nämlich hier ein eher despektierlich zu sagen, Sammelsurium an Vorschlägen, die alle erstmal in Gesetzesform gebracht werden müssen. Und wenn man es genau betrachtet, für die Wirtschaft selbst ist da noch gar nicht so viel dabei. Da ist eigentlich gar nichts dabei, ja, bis auf ganz kleine, wenige Ausnahmen. Weil so Umsatzsteuerthemen und das ist alles für den Endverbraucher. Ja. Aber wir müssten zum Beispiel die Energiesteuer anpacken. Ja. Wir müssten uns überlegen, ist die Struktur der Besteuerung des Kraftstoffs, ist das angemessen? Brauchen wir sowas wie den Diesel für den Landwirt, auch für unsere Logistik. Da kann man sagen, wenn die Logistik überhaupt nicht mehr funktioniert, wir sehen sie jetzt schon, dann wird es schwierig mit der Befüllung der Regale und das hat nichts mit Nahrungsmittelknappheit zu tun, sondern es wird halt nicht von A nach B gefahren. Sowas kann ich mir vorstellen. Das mit dem Verlustrücktrag habe ich schon gesagt. Ja. Und die Frage ist auch, sind wir wettbewerbsfähig von unseren gesellschaftsrechtlich relevanten Steuern. Und wenn wir uns mal die OECD oder die internationalen Bilanzen bzw. Steuersätze ansehen, ist Deutschland leider relativ schlecht
was heißt schlecht, hochbesteuert. Wir sind ein Hochbesteuerungsland. Ja. Es ist nicht so, dass hier die Menschen und die Unternehmen keine Steuern bezahlen. Also die, die hier ansässig sind. So ist es nicht den Mr. Apple und Mr. Google. Der hat eine andere, der hat eine andere Spielwiese. Aber die, die hier sind, zahlen relativ viel und sehr hohe Steuern. Im Übrigen, der Mindeststeuersatz von 15%, der ja global gelten soll, der kann, aber da müssen wir jetzt ins Detail einsteigen, der kann auch für Unternehmen erhebliche Nachteile bedeuten in Ländern, die bisher überhaupt keine oder nur wesentlich weniger Steuern verlangt haben, plus dem, was hier ist. Dann ist unklar, gibt es eine Verrechnung, gibt es keine Verrechnung. Ja. Das sind also keine Zusatzfinessen, mit denen sich Unternehmenssteuerabteilungen dann rumschlagen dürfen. Das wird auch eine große Herausforderung des Umsetzens. Die politische Idee, die ja zunächst einmal nicht schlecht ist, aber die Umsetzung ist immer eine große Herausforderung, weil der Teufel steckt halt wie immer im Detail. Und wir haben ja bei den Unternehmenssteuerreformen, wenn ich das ehrlicherweise sagen darf, selbst bei der Großen Koalition nicht erreicht, diese Höchststeuersätze, die es in Deutschland gibt. Wir liegen ja mit Soli bei Unternehmen über 30%. Ja, 36, 37 wenigstens Prozent, auf 25 wollte man kommen, wie es international mittlerweile auch einigermaßen üblich ist. Da sind wir dann aber noch weit über diesen 15% Steuersatz, der jetzt angepriesen wird. Und jetzt in der Krise glaube ich nämlich auch, wir müssen eben versuchen, die Steuern, die jetzt wirklich in der Wirtschaft, Energiesteuer, wir haben auch mit der EU reden müssen. Wir können ja in Europa, in Deutschland den Dieselpreis, zum Beispiel Dieselsteuern um 14 Cent absenken, dann sind wir auf dem Mindestbesteuerungsniveau, das die EU im Bereich der Energiesteuer vorsieht. Bei Kraftstoffe können wir nicht einfach weiter runter. Da wird man darüber sprechen müssen, weil andere Länder die Herausforderung auch haben. Also das glaube ich ist auch wert. Und der Strom. Und der Strom. Viele Unternehmen sagen mir natürlich, der Strompreis, der ist viel zu hoch. Können wir da... Das geht eigentlich nur, die Mehrwertsteueranpassung von 19 auf 7 hilft den Unternehmen nichts. Nix. Durchlaufender Posten, es geht nur über die Energiesteuer. Und ich muss schon sagen, selbst diese ganzen Maßnahmen, das werden nur kurzfristige Hilfen sein. Ja. Wir müssen über unsere Modelle, Geschäftsmodelle nachdenken. Wir hängen ab von China, in gewisser Weise von Russland, Energie. In China, ich meine, die ganze Chip-Krise und die Elektrobauteile, all diese Dinge, das hat sehr viel mit China, mit den asiatischen Ländern zu tun und auch teilweise mit Amerika. Wenn wir über unsere Geschäftsmodelle nicht nachdenken, wissen Sie, was ich dann prophezei, jetzt wird es dann wieder heißen, das ist wieder undiplomatisch und sonst was, dann prophezei ich uns eine Venezianisierung Europas. Das ist so, wie wenn Chinesen, Japaner, Amerikaner oder auch wir nach Venedig fahren und schauen uns Venedig an und sagen, ah, so war das einmal. Ja. Und wir sind in einer Gefahr der Entindustrialisierung, weil wir selber halt keine Rohstoffe haben. Ja. Und nur sehr, sehr begrenzt. Norwegen, Holland, habe ich vorhin erwähnt. Ja. Und wenn wir diese Energieversorgungsthematik nicht sinnvoll in den Griff bekommen und wenn wir uns auch nicht darauf verständigen können, wie gehen wir mit autokratischen Systemen gerade in der Rohstoffversorgung um, dann wird es eine sehr schwierige Geschichte, unsere Volkswirtschaft auf Volkswirtschaften in Europa auf diesem Niveau zu halten, weil die Abhängigkeiten einfach da sind. Jetzt habe ich kürzlich gelesen, Politiker schlagen vor, da müssen wir uns halt stärker um Afrika kümmern, weil es da Rohstoffe gibt. Es tut mir furchtbar leid, wir sind zu spät dran. Da waren die Chinesen schon. Da waren die Chinesen schon und in vielen Ländern zumindest. Oder wenn ich an Kongo die Kobaltversorgung mir anschaue, da haben halt die Warlords, die Kriegsherren, die haben die Hand drauf. Ich weiß gar nicht, wie wir da rankommen sollen. Ja. Das, glaube ich, kann man vergessen. Nee, und wenn man ein bisschen auch die Wirtschaftsethik noch diskutiert, das kann ja auch nicht das Modell der Zukunft sein, dass wir allen Menschen auf der Welt alles wegnehmen, was die auch brauchen könnten, um es dann wieder dorthin zu verkaufen. Genau. Also wir müssen, wenn wir Frieden erhalten wollen und wir Wohlstand für alle gewährleisten wollen, kommt es ja auch darauf an, dass die Menschen in diesen Ländern eine Chance haben, ein gutes Leben zu führen. Das müssen wir einfach anerkennen. Und deswegen glaube ich, das Konzept, jetzt Afrika aufzukaufen, wie es die Chinesen macht, nicht unbedingt unsere Vorstellung auch von Humanismus und menschlichen Zusammenlebens. Wir müssen mehr Partnerschaften gründen, glaube ich. Und natürlich müsste man ein bisschen auch der Realität wieder Einzug geben, Herr Professor Lutz. Wir haben ja die letzten Jahre eher, jetzt übertreibe ich einmal ein bisschen, den Traum gelebt, man könne Wohlstand konservieren, indem man einfach nichts mehr verändert. Es passt jetzt alles und jetzt muss man nur noch
gut schmecken, gesund sein, die Natur geschützt werden. Und das haben wir dann definiert, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Mhm. Wir haben ja hier die Vorgaben gemacht, soziale, ökologische Kriterien, Stichwort ESG. Mhm. Bei Atomenergie ist es ja neu diskutiert worden. Glauben Sie, dass die Debatte noch mal geführt werden muss jetzt in die Europa? Die Debatte muss ganz sicher neu geführt werden. Wir haben, das ist jetzt in der Kürze der Zeit zu erklären, wirklich komplex für die Zuseher, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt. Ja. Wir haben ein Mosaik an Regulierungen der Europäischen Union. Die eine heißt Sustainable Finance Regulation. Da geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen dürfen Geschäftsmodelle künftig von Banken finanziert werden. Ich weiß, das war mal die Stoßrichtung ETFs und Produkte, die ich in der Bank kaufe. Da muss irgendwas Grünes drin sein. Oder wenn ich es gerne hätte, dann will ich es wissen als Kunde. Das hat Frau von der Leyen kürzlich in einem Interview in der Zeit nochmal gesagt. Sie versteht überhaupt nicht, warum wir uns über Sustainable Finance und die Taxonomie und all diese Dinge so aufregen. Es ist doch nur ein Ratgeber. Mhm. Und da bin ich natürlich entsetzt, wenn die Kommissionspräsidentin so weit weg von jeder Realität ist, denn die Banken leben das heute schon. Und was heißt das ganz konkret? Das bedeutet, wenn wir bestimmte Kriterien ökologisch, humanitär, Menschenrechte, Bürgerrechte und so weiter und die Art und Weise, wie zum Beispiel Rohstoffe gefördert werden. Wenn hier in der Lieferkette bestimmte Dinge nicht eingehalten werden, Kriterien, die definiert sind in der sogenannten Taxonomie, dann ist es mit der Finanzierung schwierig. Entweder, also ursprünglich war die Idee, das darf nicht mehr finanziert werden. Ja. Die Kommission, ich habe selbst in einer Diskussion teilgenommen, möge man mir nicht sagen, das ist nicht wahr. Ich war selbst dabei, wo der zuständige Generaldirektor der Kommission, ein Sozialist aus Spanien, erklärt hat, bestimmte Geschäftsmodelle wie Werttechnik, wie Öl, wie also alles Stahl, Eisen und so weiter, dürfen wir nicht mehr finanzieren. Nicht zu Ende gedacht. Das Gleiche gilt jetzt für zum Beispiel Handel, Transport, Logistik, ist nicht berücksichtigt in dieser sogenannten Taxonomie. Also was ich hier sagen möchte, wir haben eine Regulierung der Europäischen Union, wo massiv in Geschäftsmodelle eingegriffen wird, ohne dass das zu Ende gedacht sein kann, weil die Planwirtschaft noch nie nirgendwo auf dieser Welt funktioniert hat. Genau. Es ist ein planwirtschaftlicher, staatswirtschaftlicher Ansatz. Ich persönlich lehne es ab, weiß aber, dass die NGOs in Brüssel und in Berlin ja jetzt auch sehr viel Einfluss haben und dieser Einfluss dafür genutzt wird, die Wirtschaft zu transformieren. Wir sprechen ja über die Transformation. Darum mache ich diesen Begriff ehrlich gesagt nicht. Mir wäre lieber, die stellen sich hin und sagen, also wir geben euch vor, so und so viel CO2, dies, jenes und bestimmte Standards, Punkt. Das müsst ihr jetzt managen. Aber man versucht uns zu erklären, wie die Welt zu funktionieren hat. Ja, wenn das so ist, frage ich mich, warum die dann da in der Kommission sitzen und nicht selber ihre eigenen neuen Unternehmen aufbauen, wenn ich das so provozieren soll. Das ist einfach wäre, ne? Vielleicht haben ist auch, es nicht. Vielleicht haben wir auch zu viele Kompetenzen in diesem Bereich an die EU abgetreten. Also darüber kann man trefflich streiten. Fakt ist jedenfalls, es sitzen dort Leute, die uns erklären, wie die Welt zu funktionieren hat. Und ich glaube, aus der Krise heraus, nehmen Sie nur Werttechnik. Die Werttechnik ist nicht taxonomiefähig gewesen und damit eigentlich nicht finanzierbar oder sagen wir mal, bestimmte Banken haben auch erklärt, sie werden das nicht mehr finanzieren. Weil Banken, es natürlich am Markt nicht mehr honoriert wurde. Weil es nicht honoriert wurde, weil man gesagt hat, das sind ganz schlimme Dinge. Dann passiert der Ukraine-Krieg und schauen wir uns mal die Aktie von Rheinmetall an. Ist innerhalb von wenigen Stunden, nachdem das 100-Milliarden-Paket von Herrn Scholz am Sonntag im Bundestag verkündet wurde, ist der Aktienkurs durch die Decke geknallt. Und so ähnliche andere Unternehmen gibt es ja auch. Also stellt man fest, hoppala, das soll ja nicht mehr finanziert werden, aber wir brauchen es. Eine wehrhafte Demokratie, eine Verteidigung Europas geht ja nur mit diesen Produkten, sage ich also jetzt mal ganz neutral. Ja. Ist aber nicht berücksichtigt in der Taxonomie. Da müssen wir Realwirtschaft neu diskutieren, aber auch die Bankenregulierung zum Beispiel. Auch das ist natürlich etwas, wo wir massiv eingegriffen haben in volkswirtschaftliche Abläufe. Mhm. Was darf eine Bank noch, woran darf eine Bank was verdienen, was darf sie nicht mehr? Worüber muss sie berichten? Ja. Wer schaut letzten Endes, was die Bank tut und womit kann man auch Geld verdienen? Denn nach der letzten Bankenkrise kam ja ein bisschen das Thema auf, jetzt schauen wir mal, dass keinerlei Risiken mehr entstehen. Jeder möchte Risiken vermeiden und deswegen halt auch Spielregeln erfinden. Und das Ganze ist dann wieder zum Schluss beklagt in der Entbürokratisierungsdiskussion. Genau. Aber ich glaube, entscheidend ist, wir müssen ja Antwort finden.
Und die Antwort kann ja nur sein Innovation. Denn was in den letzten Jahrzehnten Deutschland stark gemacht hat, das kann ja gar nicht so verkehrt gewesen sein. Nein, sicher nicht. Und die Innovation, die Sie jetzt leben, zum Beispiel im Bereich regenerative Energien, die ist ja absolut notwendig. Und Innovationen auch in den Bereichen, wo der technische Fortschritt dazu führt, ob Produktion bei uns noch stattfinden kann. Ich sage jetzt mal Automobilproduktion, die wir ja brauchen, die ohne Chip aus Taiwan nicht mehr funktioniert. Die Dinge müssen entweder zurück ins Land, das glaube ich ist ein bisschen zu banal formuliert, aber wir müssen doch jetzt schon überlegen, was wird gebraucht in 5 Jahren und das dürfen wir nicht denen in Asien überlassen, sondern das müssen wir wieder bauen. Denn wenn Produktion völlig aus Deutschland abwandert, mit Dienstleistung ganz alleine wird es nicht funktionieren bekanntermaßen. Und ich hoffe, dass wir hier auch die Unterstützung haben aus allen wirtschaftlichen Bereichen, denn wir haben hier in Bayern ein sehr ambitioniertes Programm aufgelegt, die Hightech-Agenda, wo es um künstliche Intelligenz geht, all die Dinge, die sich hier entwickeln. Also die Forschungslandschaft in Bayern, die wir sehr vorantreiben, wo wir sehr viel Geld hineinstecken. Herr Professor Lutz, nehmen Sie das wahr in der Wirtschaft? Oder, was haben wir da für Empfehlungen Ihrerseits noch? Also zunächst wir haben eine Honorarprofessur an der TU München und das muss ich gleich dazu sagen, weil ich jetzt die TU lobe, dieses Innovationszentrum die AI-Zentrum und all die Dinge, die da laufen, das ist ja wirklich fantastisch, was die Technische Uni hier auf die Beine gestellt hat. Und ich finde es fantastisch, wie wegweisend Professor Herrmann, der frühere Präsident, und jetzt Professor Hoffmann, Präsident Hoffmann, wie die TU nicht nur als Alma Mater definiert haben, sondern als, ich nenne es mal so, ich weiß nicht, ob das gefallen wird, aber als Kompetenzcenter auch für angewandte Wissenschaften im Sinne von, welche Innovation wird uns weiterbringen, volkswirtschaftlich und auch die Menschen, uns Menschen, was kann uns helfen? Und da ist die TU wirklich hervorragend aufgestellt. Ich bin mir sicher, in Erlangen und in anderen bayerischen Städten auch, aber da kann ich es halt so einigermaßen beurteilen. Ich finde dieses Programm hervorragend, denn wir haben ein Problem insgesamt mit unserer Mentalität. Es fehlt mir die Risikobereitschaft, selber mal was zu versuchen. Wenn jemand scheitert, dann gilt er in Deutschland als völlig abgehalftert sozusagen, wenn er Pech hat. Und das ist in Amerika halt ganz anders. Ich war mal sehr intensiv mit Safeguard Scientifics in Philadelphia verbunden. Das ist ein Innovationsfonds, börsennotiert gewesen an der Nasdaq. Und die haben sich im Regelfall bei jungen neuen Unternehmen dann CEOs oder vor allem CFOs gesucht, die auch mal auf die Nase gefallen sind. Das war eher eine Auszeichnung. Und natürlich sollte das nicht 2-3 Mal passieren mit dem Erfahrungsschatz, das die Menschen da mitgebracht haben. Also ich finde, wir sind hier auf dem guten, auf dem richtigen Weg. Allerdings, es fehlt schon von der Mentalität uns Deutschen. Dabei ist vielleicht eine Nuance anders noch aufgestellt, aber es fehlt uns hier schon ein bisschen die Risikofreude, aber auch das Verzeihen von Fehlern, wenn sie denn dann auch passieren. Und da sind wir halt sehr rigoros unterwegs. Und das ist der große Nachteil zu Tel Aviv. Tel Aviv ist einer der Kompetenz- und Innovationscenter dieser Welt. Da haben wir auch einige Beteiligungen. Oder natürlich das berühmte Silicon Valley. Und eine ähnliche Entwicklung haben wir jetzt auch in Singapur zum Beispiel. Unser Haus hat da überall seine Fühler auch ausgestreckt. Und wir haben kleine Beteiligungen an so Start-ups. Aber da sind wir hier in Bayern, finde ich, auf dem richtigen Weg. Erstaunlicherweise, Berlin hat ja auch so eine Szene. Ja. Bayern ist aber vorne. Und ich kann Sie nur ermutigen, wenn ich das darf, die bayerische Staatsregierung und Sie als Minister ermutigen, da diesen Weg weiterzugehen, weil das ist die Zukunft. Und wenn wir uns nicht verändern, wenn wir glauben, die Statik ist sozusagen die Basis für die Zukunft, das ist tödlich. Hätten wir die Bayern nicht komplett verändert, die letzten 15 Jahre, dann sage ich Ihnen, wären wir ein massiver Sanierungsfall mit Tausenden von Arbeitsplätzen, die riskiert oder die zumindest unter Druck stünden, ganz vorsichtig formuliert. Und so haben wir mehr und mehr viele, viele Tausend Arbeitsplätze auch international geschaffen. Aber dazu gehört auch ein bisschen Mut und Glück. Und ohne Glück schaut es schlecht aus. Das ist richtig, aber die Tatsache, dass man sich bemüht um die Grundbedürfnisse der Menschen, Nahrungsversorgung, Energie, das zeigt sich immer wieder, dass es dennoch unabdingbar ist. Ja, klar. Und gerade in Krisenzeiten ist es dann natürlich noch mehr im Vordergrund als sonst. Das sind ja kein Luxusartikel, Energie und Essen, sondern das ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Und da kann man Ihnen eigentlich nur beglückwünschen.
es ist das Glück auch vielleicht des Tüchtigen, Herr Professor Lutz, dass es ja die Führung dabei war und Sie haben ja viele Menschen, die Tausende beschäftigt, 25.000 Leute hier. Und die kann sie natürlich auch aus regionalpolitischen Erwägungen ermuntern, im ganzen Land präsent zu bleiben mit ihren Unternehmen, was die IHK anbelangt und die bayerische Wirtschaftsstruktur, die ja sehr auf Mittelstand, aber auch auf Industrie setzt. Wir haben hier in Bayern nach wie vor eine sehr gesunde Wirtschaftsstruktur, wir haben Handwerk, wir haben sehr viel Vermögensverteilung, das möchte man in Zukunft haben, stärkt auch eine Demokratie, denn das haben wir jetzt insbesondere bei der Corona-Debatte gesehen, ist natürlich schon eine gewisse Systemfrage auch. Also die Chinesen natürlich, die sich mit einer anderen Bekämpfungsstrategie zum Beispiel bei Corona hervorgetan haben, haben sehr genau beobachtet, wie schafft eine Demokratie solche Krisen. Und in einer Demokratie eine Krise zu bewältigen, ist natürlich herausfordernder für politische Kräfte als dort. Und wir wollen eine Demokratie bleiben, dazu brauchen wir starke Unternehmen, starke Wirtschaftsführer und viele Ideen und gute Empfehlungen. Abschlussfrage, was würden Sie dem bayerischen Finanzminister empfehlen? Was soll ich jetzt tun, damit ich einen optimalen Beitrag leisten kann, damit dieses Land gut durch die Krise kommt? Ich kenne Sie ja schon einige Jahre. Gehen Sie, wenn ich das so formulieren darf, Ihren Weg geradeaus weiter. Ich glaube, dass Sie viele vernünftige und gute und richtige Dinge gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie nicht immer everybody's darling sind, auch im Ministerrat. aber achten Sie auch auf das Geld, denn wie gesagt, wir ziehen permanent. Und das seit der Finanzkrise, Schecks auf die Zukunft für die kommende Generation. Und wenn es halt nicht anders geht, weil die Situation von uns selbst so, uns kleingeschrieben, weltweit, herbeigeführt wurde, dann müssen wir auch ein Stück dieser Rechnung selbst bezahlen. Alles andere ist ungerecht und nicht zu rechtfertigen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Schlusswort Ihrerseits. Heißt auch, Leistung muss sich lohnen. Das ist auch wichtig. Wir dürfen Menschen, die jetzt bereit sind zu leisten, zu investieren, Unternehmen zu führen, die auch einmal mehr arbeiten als sein muss, nicht immer in die Ecke steuern, als wären das diejenigen, die quasi sich gar nichts anderes vorstellen können, als zu arbeiten. Es muss auch einen Anreiz geben für Innovation, junge Menschen, Start-ups. Wir dürfen nicht jeden Fehler verurteilen. Auch das haben Sie sehr gut herausgearbeitet. Bin ich Ihnen sehr dankbar. Wir bemühen uns weiter um ordentliche Politik, auch wenn das immer umstritten sein wird. Jede Maßnahme hat Befürworter, hat Gegner. Jede Maßnahme hat Wirkungen, Gegenwirkungen. Wichtig ist, dass wir jetzt stabil durch diese Krisen kommen. Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten, zusammen natürlich mit den maßgebenden Unternehmen auch in diesem Land, mit den Wirtschaftsverbänden. Besten Dank, Herr Professor Lutz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand es ein hochinteressantes Gespräch und ich hoffe, Sie teilen meine Einschätzung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.